Hallo und herzlich willkommen bei Arcade Paradise. Wir machen wieder einen Tag durch in unserem Waschsalon. Zurück zum Desktop wollen wir allerdings nicht. Ich muss dazu sagen, dass ich zuletzt drei Folgen aufgenommen hatte, die ich euch nicht zeigen werde. Weil schön geheim. Nee, der Punkt ist, wie ich in einem Kommentar darauf hingewiesen wurde, ist es so, dass ich übersehen habe, dass man noch einen Automaten kaufen kann. Und deshalb ging es bei mir in diesen drei Folgen dann irgendwo auch nicht weiter. Und ich dachte, ja gut, irgendwann wird schon wieder was passieren, aber ja, dem war nicht so. Und jetzt sehe ich es als nicht ganz so sinnvoll an, euch diese Folgen noch zu zeigen. Ich habe halt in der Zeit einfach ein bisschen Geld durch Wäschewaschen verdient. Habe auch durchaus den einen oder anderen Automaten gespielt, aber nichts Neues dabei halt. Und deshalb machen wir das nun sozusagen mit einem kleinen Schnitt. Ihr habt ein paar Tage jetzt hier verpasst, aber wie gesagt, ohne wesentliche Veränderung oder eigentlich außer Geld überhaupt keine Veränderung. Ich gehe auch deshalb direkt mal hier rein, weil dann würde ich nämlich den Automaten auch direkt mal bestellen. Wie ihr seht, ich habe $3.955, also das sollte jetzt, daran sollte es nicht scheitern. So, und tatsächlich, da sehe ich ihn jetzt, warum ich den übersehen habe. Ich weiß, ich war blind, einfach blind. Es gibt ja hier eine Brille zu kaufen, hätte ich das vorher tun sollen. Dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert. So, der hat zwar nicht so eine Beliebtheit, 170 nur. Ich glaube, 200 war recht gut, ist aber auch egal, spielt ja keine große Rolle. Ja, sterbt ihr kümmerlichen Erdenmenschen, das ist ein wahres Wort gelassen ausgesprochen. Wir kaufen den Automaten. Und bestätigen das. Und damit können wir da raus hier. Und ich möchte mich nochmal bedanken für diesen Hinweis. Weil ich weiß nicht, wie lange ich noch weiter gespielt hätte, ohne dass es zu einem weiteren Fortschritt gekommen wäre. Ja, manchmal ist man eben auch blind. Dafür bin ich ein hochprofessioneller Kaugummi-Entferner. Man kann halt nicht in allem gut sein, ne? Joa. Ich glaube, die Folgen waren im Grunde jetzt auch keine schlechten Folgen, die ich da euch jetzt vorenthalte, aber wie gesagt, es fehlte halt an Neuem. So. Wie weit ist es denn hier? Ah, ist soweit fertig. Und die müssten wir mal in die letzte Maschine packen. So, der neue Automat wird dann halt morgen früh ankommen. Das heißt, ihr werdet ihn erst in der nächsten Folge sehen. Aber es gibt Schlimmeres. Glaube ich. Achso, vergessen, dass ich das gedrückt muss. Ja, daran erkennt man die Profis. So, dritter Trockner am Laufen. Der vierte wird noch sich etwas gedulden müssen. 2 Minuten, mehr als 2 Minuten sogar. Wir haben noch weiteren Müll einzusammeln. Hier haben wir noch eine Socke. Ich habe ja immer noch den Plan im Kopf mit dem Sockengeschäft. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das in einer der Folgen, die ihr nicht seht, gesagt habe, aber
Damit könnte man noch echt mal einen schönen Euro nebenbei verdienen. Sockenverkauf. So, und was ich jetzt auch wieder vergessen habe, ich hätte mal schon mal in die Aufgaben schauen sollen, weil da habe ich mir eventuell ja schon was versaut. Das kann durchaus passieren. Sollte man immer am Anfang des Tages machen. Schieße 300 Geschosse in einem Limit Zombie 2 ab. 300 ist eine Menge. Spiele 5 Minuten lang Stack Overflow. Puh, ja. Zerstöre einen Racer Chaser 25 Streifenwagen mit dem Panzer. 25, das ist eine Menge. Also diese Aufgaben finde ich jetzt alle nicht so berauschend. 5 Minuten Stack Overflow geht vielleicht noch, aber... weiß ich nicht so recht. 300 Geschosse in Zombie 2 ist in einem Leben auch noch. Das ist nicht so einfach. Racer Chaser spiele ich ja ganz gerne, aber 25 Streifenwagen ist viel. So, wie lange braucht er noch? Eine Minute. Ja, was können wir da tun? Gar nichts. Wir könnten mal wieder... Ah ne, wir haben ja noch Müll. Ist auch noch Müll. Wie nachlässig von mir. Toilette ist sauber. Hier liegt gerade nichts, da steht nichts. Kimmelmäßig sind wir fast durch. Vorzüglich. Beutel voll, ja, das passt ja. Sehr gut, nehmen wir mal hier noch die 14 Dollar mit. Da haben wir nochmal Wäsche. Der ist fertig. So, die geht auch noch. Komm, schaffen wir eben schnell noch den Müll rauszubringen. Amazing. Ich weiß, ich weiß. So. Ja, ein harter Waschtag heute. Bevor es morgen an den neuen Automaten geht. Jo, jo, jo. Keine Hektik hier. Kann ich diesen Kaugummi bitte haben? So. Jetzt haben wir hier noch Wäsche 1,35, 22 Sekunden, ist gut. Den schnappen wir uns jetzt gleich. Wie viel Uhr haben wir es inzwischen? 13.40 Uhr ist noch ein bisschen Zeit heute. Packt das hier oben mal. Naja, egal. ...50 Sekunden noch. Also ich wollte Geld aus den Automaten noch holen.
hat, hat man. Wenn das jetzt nicht so dringend nötig war. So. Das war wirklich nicht dringend nötig. Wir sind jetzt noch 479 bei uns. Die können wir gleich auch in den Safe packen. Da steht schon wieder neue Wäsche. Die ist fertig. So, waschtechnisch haben wir damit wieder einiges erledigt. Jetzt die Frage, mal eben gucken, 15 Uhr, Stack Overflow, das ist das, was wir spielen sollten, 5 Minuten. Das war ja ein souveräner Level. Das wird weniger souverän werden, das sehe ich jetzt schon. Na, komm hier hin. So, rot. Ja, für meine Verhältnisse auch nicht schlecht. Oh je. Blau. Braun. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Okay. Lange Zeit zum Überlegen hat man hier halt nicht. Oh, der ist. Das ist nicht dieselbe Farbe, oder? Nein, das war rot. Bin ich auch noch farbenblind. Was ist denn noch alles? Okay, das. Moment. Lass mich mal hier kurz raus. Weil das Spiel ist ja beendet gewesen. Es geht ja wohl nur darum, dass ich insgesamt 5 Minuten an dem Automaten spiele. Und nicht in einem Stück. Und die Wäsche lässt einem ja auch keine Ruhe. Von daher versuche ich mir diese Zeit einzuteilen. So. Was ist denn da für ein Stimmbruch? So, da ist jetzt ein bisschen Zeit. Ich möchte mal eben kurz gucken, ob das... Ja, okay, da haben wir nämlich schon einen kleinen Teil der Zeit, die zählt also noch. Dann machen wir weiter. Das war unschlau.
richtig auszudrücken. Aber reicht ja trotzdem noch von der Zeit her. Alle dahin packen, weil wir müssen ja eher an den roten da drunter dran. Nein, bleib oben. Okay, ja, das wird zeitlich wieder schwierig. Na, lass es doch liegen. Steuerung ist schuld, ich wollte es nur schon mal gesagt haben. Sagen wir mal. Ja, souverän. ja. Oh, braun. Braun hierhin und rot nach hier unten. Und da haben wir auch noch einen roten. Ja. Okay, braun kann jetzt auch da oder da. Naja. Machen wir noch eine Runde. Ja, ich weiß es doch. Wir müssen Braun auch wegkriegen. Ja. Blau hier. Ja. So, ja, das ist jetzt Problematik. Braun können wir hier brauchen. Ja, okay. Ich glaube, man braucht am Anfang eine Menge Bonuszeit über, damit man die nachher noch verwenden kann. So vermute ich das jetzt gerade. Ich habe da nicht so genau drauf geachtet. Weil es sonst echt nachher zeitlich quasi unmöglich wird. So, die sind alle schon... Ja. Da wird es wohl keine guten Rankings mehr geben, aber Geld haben wir im Moment ja auch genug. Das ist nicht ganz so wild. Wobei, wer hat schon genug Geld? Geschäft schließt. Okay. Das mag so sein. Ja gut, die Wäsche ist ja sowieso zum Teil verloren hier. Also verloren nicht, aber sie wird keine besonders gute Wertung mehr ergeben. Wir können noch das Geld in den Tresor stecken.
Wäre nicht schlecht. So, hätten wir das auch erledigt. Und können jetzt gespannt auf den morgigen Automaten warten. Und ich hoffe, ihr seid auch gespannt auf diesen Automaten, den ich natürlich dann nochmal ausprobieren werde. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und schaut dann auch in der morgigen Folge wieder zu. Bis dahin sage ich noch nichts, weil ich möchte zumindest den Tagesabschluss ja noch hier drauf haben. Und da haben wir Spielerinnahmen 319, Waschsalon 188, Wartungsanlagen 160. Also Spielerlid setzt sich immer mehr durch und ein erledigtes Ziel. Ihr wisst Bescheid. Ja, und damit bin ich jetzt raus und sage bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.